Das Leben wird wohl wieder teurer in Kaliningrad. Ein untrügliches Zeichen, dass das Leben in Kaliningrad wieder teurer wird, ist, wenn durch die Kaliningrader Gebietsregierung beschlossen wird, das monatliche Existenzminimum zu korrigieren und anzuheben. Und so wurde beschlossen, dass im Ergebnis des ersten Quartals 2019 das Existenzminimum um 337 Rubel anzuheben ist. Einen entsprechenden Erlass hat der Kaliningrader Gouverneur Anton Alichanow unterzeichnet. Somit beträgt das Existenzminimum nunmehr 11.276 Rubel. Für die arbeitende Bevölkerung wird das Existenzminimum 12.110 Rubel betragen, also 392 Rubel mehr. Für Rentner 9.270 Rubel, 270 Rubel mehr und für Kinder 10.651 Rubel. 115 Rubel mehr als im ersten Quartal des Vorjahres. Der Minister für Arbeit und Soziales der Russischen Föderation hat im Monat Mai einige Regionen beschuldigt, das Existenzminimum künstlich herunterzudrücken, um Geld zu sparen. Im Ergebnis betrifft dies insbesondere die Rentner, die weniger Rente erhalten. Auch das Gebiet Kaliningrad zählte zu diesen Regionen.